Das wichtigste Ereignis, das heute stattfinden wird, finden Sie in keinem Wirtschaftskalender, denn Mario Draghi reist zu Angela Merkel. Und da geht es sicherlich um die EZB. Und damit allerherzlichste willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute zu erwarten ist. Wir haben ja in der nächsten Woche die EZB-Sitzung und da braucht der Mario ein bisschen Rückendeckung von Sie, Angela, weil er muss natürlich, wenn er den großen Wurf durchdrücken will, den er sich vorgenommen hat, wohl zusammen mit den anderen Vertretern südeuropäischer Länder innerhalb der EZB gegen den Widerstand von Nordeuropäern in der EZB, als da wären Nowotny aus Österreich, Knot aus Holland, die deutschen Lautenschläger und Weidmann, die sich ganz klar positioniert haben und gesagt, nee, den großen Wurf, den wird es nicht geben, wir müssen erstmal abwarten, wir sollten hier nicht übertreiben. Andere haben gesagt, ja, wir müssen mal richtig Gas geben, damit wir eher übererfüllen als untererfüllen. Und jetzt muss Mario Draghi, der heute dann nach Berlin reist, das hat der Regierungssprecher Seibert kürzlich angekündigt, man trifft sich ja immer mal wieder, sagt er, regelmäßiger Austausch im Kanzleramt, aber natürlich geht es da um die EZB-Sitzung und es geht darum, ob Draghi Merkel eben jetzt überzeugen kann, hier nochmal auf seiner letzten Sitzung richtig Gas zu geben, richtig Quantitative Easing rauszuhauen, Zinssenkungen rauszuhauen, um hier vielleicht noch einmal den Pfad zu setzen, auf dem Christine Lagarde dann wandeln würde. Er würde ihr damit sozusagen die Entscheidung abnehmen, wenn Draghi noch auf seiner letzten Sitzung dieses Paket, das ja maßgeblich sein wird für die nächsten Monate, möglicherweise Jahre, wenn er das noch initiiert, dann kann Lagarde sagen, naja, ist ja nicht von mir, ich wandle nur auf den Spuren, die ein anderer schon gesetzt hat. Das wäre für sie vielleicht eine Hilfe gegenüber Kritik möglicherweise aus den nordeuropäischen Ländern. Also das wird eine heiße Kiste, wie die beiden jetzt sich dealen werden, was dabei rumkommt. Gestern an den Märkten hatten wir US-Feiertag gesehen. Normalerweise ist da Totentanz, aber wir hatten dann doch ein bisschen Bewegung. Wir sahen die US-Futures, die noch im späten Handel, werden ja immer bis 19 Uhr gehandelt, wenn US-Feiertag ist, 19 Uhr deutscher Zeit, da ging es nach unten. Es ging mit dem Yuan nach unten, nachdem eine Schlagzeile hier einer Nachrichtenagentur herauskam, die sagte, die USA und China, die finden keinen Termin, die kriegen es nicht auf die Reihe, einen Termin noch im September zu vereinbaren. Warum? Weil die Chinesen offenkundig, und das war eigentlich völlig klar, gesagt haben, ja, wir können gerne weitersprechen, wir würden gerne nach Washington im September kommen, wenn ihr, liebe Amerikaner, diese Zölle wieder rückgängig macht, die ja jetzt seit Wochenende in Kraft sind. Die Amerikaner haben offenkundig hierzu Nein gesagt, also findet man eben keinen Termin, also geht der Handelskrieg weiter, also haben wir jetzt die weitere Eskalation von Zöllen. Und das trifft jetzt auf Aktienmärkte, die in einem merkwürdigen Zustand sind. Schauen wir uns mal diese Grafik an. Hier sehen wir die Abflüsse aus Aktienmärkten weltweit, die so stark sind wie seit der Finanzkrise nicht mehr, da war es noch etwas stärker. Gleichzeitig sehen wir hier die Zuflüsse in Bondmärkte. Das ist der stärkste Anstieg, den wir je gesehen haben, deutlich stärker als vor der Finanzkrise. Wenn wir uns diese Grafik mal anschauen, dann sehen wir, dass hier Big Global Bond Inflows, also die ganz großen Reinflüsse, Einflüsse, Zuflüsse, muss es heißen, hier in die Bond-Fonds, also in Fonds, die Anleihen abbilden, ob als ETF oder als normaler Fonds. Hier sehen wir, das ist der größte Zufluss, den wir je gesehen haben. Das ist schon eine Menge Holz, da ist also eine sehr einseitige Positionierung. Man wettet drauf, dass eben diese ganze Party so weitergeht an den Anleihemärkten. Mithin also steigende Anleihekurse, fallende Renditen. Wenn nicht, gäbe es ein böses Erwachen. Was haben wir noch? Warum geht man in die Märkte, in die Anleihemärkte rein? Weil man eben wenig Zutrauen hat in die Aktienmärkte. Hier sehen wir die Operating Profits von US-Companies, also die operativen Gewinne der US-Firmen. Und wir sehen, da ist nicht mehr viel an operativen Gewinnen vor Steuer drin. Da ist eine ganz klar rückläufige Tendenz und das ist eben das Problem. Das ist das, was die professionellen Investoren offenkundig fürchten, warum sie rein in Anleihen gehen, raus in Aktien, raus aus Aktien. Das ist genau das Schema. Wir haben Handelskrieg und da leidet Deutschland besonders drunter. Wir haben 7% unserer gesamten Exporte, knapp über 7% unserer gesamten Exporte gehen nach China. Das entspricht etwa 2,8% unseres gesamten BIPs. Deswegen
sieht es so schlecht aus in Deutschland. Deswegen hatten wir gestern wieder katastrophalen Market PMI, Einkaufsmanager-Indexe, Industrie, wo die deutsche Industrie gezwungen ist, Stellen abzubauen, befristete Verträge nicht mehr zu verlängern, wo die Preise fallen, weil die Firmen Druck haben, dann ihre Zulieferer zwingen, die Preise zu senken, deflationäre Spirale, all das ist nicht komplett, aber eben auch maßgeblich durch diesen Handelskrieg mit ausgelöst, durch die Abschwächung in China ausgelöst, die ohnehin der Fall ist. Wie gesagt, über 7% unserer Exporte gehen nach China, das sind 2,8% des BIPs, im gesamten Euroraum sind es nur 4% der Exporte und 1,5% des BIPs, bei Frankreich etwa noch geringere Verhältnisse, teilweise Italien, Spanien, also wir sind so maßgeblich exponiert in diesem Bereich und das macht die ganze Geschichte für Deutschland so schwierig, so wenige zu ertragen. Und wenn die Zölle kommen, wenn die ganze Spirale weitergeht, dann werden wir bald bei fast 1% Verbraucherpreisanstieg in den USA sein. Das ist genau das Thema, wenn die ganze Geschichte hier weiter eskaliert. Die Amerikaner haben schlichtweg ein Problem. 40% der Amerikaner sind nicht in der Lage, Zusatzkosten von $1000 zu tragen. Und nach Berechnungen ist das, was vor der erneuten Zollanhebung jetzt an Zöllen erhoben wurde, wird ein Haushalt in den USA tausende Dollar kosten. 40% sind dazu nicht in der Lage, das zu stemmen, leben sozusagen immer ganz knapp auf Kante, zahlen für ihre Kreditkartenüberziehung über 17% Zinsen. Da ist also nicht mehr viel Luft drin. 80% der Amerikaner leben von Paycheck zu Paycheck, also von Lohnzettel zu Lohnzettel. Und das trifft sozusagen Leute, die ohnehin schon so ein bisschen ganz knapp gestrickt sind, was die finanziellen Möglichkeiten sind. Das trifft die ganz hart und das hatten wir jetzt eben gesehen auch in der Verbraucherstimmung der Uni Michigan, dass das ein großes Thema ist, dass die Zölle ein großes Thema sind, dass jetzt die Steuern angehoben werden nach der Steuerreform, die zunächst mal positiv war für die Leute, für die normalen Privatleute, die jetzt sich negativ entwickelt, da kommt also einiges zusammen. Wir haben heute an Terminen, wollte ich Ihnen noch zeigen, ISM-Index, Gewerbe, sehr, sehr wichtig, ob wir uns hier halten über der 50er-Marke, das wäre sonst ein Schock für die Amerikaner, die Bauausgaben kommen noch oben drauf, alles ist 16 Uhr, wir schauen uns mal die Charts an von Capital.com und sehen erstmal das britische Pfund. 1,2031, es geht weiter nach unten. Boris Johnson ja gestern mit der Ansage, okay, wenn ich die Abstimmung im Parlament verliere, nämlich jene Abstimmung, die ein No-Deal-Brexit verhindern soll, dann werde ich Neuwahlen einberufen. Jetzt geht der Markt davon aus, okay, wenn die Abstimmung jetzt verloren wird durch Boris Johnson, dann wird er aber in der Lage sein, doch die Reihen wieder zu schließen und dann möglicherweise wird es zu einem No-Deal-Brexit kommen. Deswegen ist dieses Szenario für das britische Pfund ungünstig. Wir sehen hier Dollar-Yuan bei 7,18, 7, knapp 7,19, waren schon ein Tick höher. Also wir sehen Schwäche auch beim Yuan. Wir sehen das Öl bei $54,70, relativ unverändert. Ebenso Gold 1525, aber für den Euro geht es weiter nach unten. 1,0938, das wird langsam ein immer größeres Thema. Die Dollaraufwertung respektive die Euroabwertung. Wir sehen hier den Dow Jones bei 26.230, zeigen vielleicht nochmal den S&P 500, weil der schlichtweg relevanter ist. Da ist er, da sind wir bei 2.906. Da sehen wir dieses Kerzchen, das gestern dann nochmal reingeschlagen hat, aufgrund dieser Meldung, kein Termin im September. Und das ist der deutsche Leitindex 11.942. Der hält sich gut. Der freut sich auf QI, auf Zinssenkungen. Der glaubt an die EZB. Die muss aber auch liefern, sonst wird der DAX ein Problemchen bekommen. Mario muss es heute richten bei Angela. Es wird darüber nichts berichtet. Es ist eine nicht öffentliche Geschichte, aber es ist wahrscheinlich das zentrale Ereignis. Und wir werden die Auswirkungen dieser Besprechung dann später wahrscheinlich erst begreifen und verstehen. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Tag Ihnen und sage Servus und Tschüss.